Achtung, erstelle einen Sim-Fanatiker. Eine Modderin aus der Community hat es wirklich geschafft, individuelle Farboptionen für die Frisuren in The Sims 4 zu integrieren, die gut zeigen, dass auch ein Farbrad für eben diese im Spiel einfach möglich wäre. Es ist öfters so, direkt nachdem die Entwickler ein neues Feature in The Sims 4 integriert haben, findet die Modding-Community schnell auf Basis dieses Features neue Optionen, wie man das Spiel noch besser machen kann. So auch mit dem letzten Update, welches neue Make-up-Optionen ins Spiel gebracht hat. Harris00Britney hat hier ein Video auf Twitter geteilt, in dem sie eine neue Make-up-Option integriert hat, die die Haarfarbe der Sims flexibel abändert. Man kann gut sehen, dass die eigentliche Haarfarbe hier blond ist, dank den Umfärbeoptionen sind die Haare aber mal intensiver, mal weniger intensiv pink. Wir sehen also, ein Farbtool für die Frisuren der Sims wäre im Spiel wirklich kein Problem mehr. Auch sollte diese Farboption bei so gut wie allen Frisuren im Spiel ohne Probleme funktionieren. Ich habe mich ebenfalls versucht, diese Mod in meinem Spiel nachzumachen. Das hat leider nicht so gut funktioniert, ich werde allerdings weiter etwas damit herumtesten. Leider hat die Simmerin die Modifikation noch nirgends hochgeladen. Hoffen wir einfach mal, dass sich die Entwickler hier ein Beispiel an der Modifikation nehmen und irgendwann selber einen Farbkreis für die Haare ins Spiel bringen, mit dem man noch detaillierter einzelne Farben anpassen kann. Was denkt ihr über diesen größeren Durchbruch? Hofft ihr auch auf euren Farbkreis im Spiel? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Also dann, bis zum nächsten Video.